Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 9. Mitteldeutschen Wirtschaftsdialog. Mein Name ist Sabine Wosche. Ich bin Mitglied des Vorstandes des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Corona-bedingt findet auch diese Veranstaltung online als Livestream statt. Wir haben alle damit schon unsere Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, das kann trotzdem sehr erfolgreich sein, weil wir natürlich auf diesem Weg noch viel, viel mehr Menschen zusammenbringen als vielleicht in einen kleinen Raum. Die Veranstaltung heute wird gemeinsam durchgeführt von der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Managerkreis. Ich bedanke mich vorab schon mal bei allen, die bei der Vorbereitung geholfen haben und für die vielen guten Ideen. Was macht eigentlich ein Managerkreis? Der Managerkreis versteht sich als Forum für den Meinungsaustausch zwischen Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Während Politikerinnen und Politiker oft kurzfristig agieren und reagieren müssen, setzt der Managerkreis auf langfristigen und stetigen Erfahrungsaustausch mit politischen Entscheidungsträgern. Wir wollen unsere Kenntnisse, betrieblichen Erfahrungen und unternehmerischen Sachverstand in einem offenen Diskurs einbringen und in wirtschaftspolitisch relevanten Fragen beraten. Umgekehrt wollen wir mehr Sensibilität und Verständnis für die Bedingungen des politischen Handelns entwickeln und lernen und auch in politischen Kategorien denken. Also ein ganz spannender Austausch auf Augenhöhe. Und wenn Sie mehr zum Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung wissen möchten, finden Sie uns im Internet unter www.managerkreis.de. Liebe Gäste, das heutige Thema, die Zukunft der Städte, Wirtschaft, Finanzen, Lebensqualität, ist aktuell und brennt auf den Nägeln, nicht erst seit der Pandemie. Ich verspreche Ihnen einen ganz besonderen Abend und das liegt an unseren Gästen. Wir begrüßen Herrn Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages. Frau Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin und Publizistin der taz. Herrn Professor Dr. Reind E. Grob, er ist Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und den Bürgermeister der Stadt Augustusburg, Dirk Neubauer. Die Moderation des heutigen Abends liegt in den bewährten Händen von Wolfgang Bringschulte und herzlichen Dank auch ihm dafür. Er wird die Podiumsgäste vorstellen und da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Für mich persönlich ist die heutige Diskussion zur Zukunft der Städte aus drei Gründen von besonderem Interesse. Erstens, ich lebe gern in der Stadt. Zweitens, ich war selbst 25 Jahre Stadträtin in Jena und habe das Ringen um kommunalpolitische Entscheidungen hautnah miterlebt. Und drittens, es ist mein täglich Brot. Es gehört zu meinen beruflichen Aufgaben als Geschäftsführerin der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, Städte bei der Wirtschafts- und Stadtentwicklung durch Ansiedlungsakquisition, Entwicklungskonzepte und Wohnprojekte zu unterstützen. Ich bin also genau wie Sie sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich wünsche uns viele Anregungen und übergebe nun das Wort an Wolfgang Bringschulte. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank an Sabine Wosche vom Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und Sie haben schon gesehen, Sabine Wosche war uns zugeschaltet. Und deswegen darf ich natürlich Sie von hier aus, von Leipzig aus, herzlich begrüßen. Auch von mir zu diesem 9. Mitteldeutschen Wirtschaftsdialog und darf Ihnen natürlich auch gleich hier live bei uns im Studio unsere Gäste noch einmal kurz vorstellen. Frau Wosche hat schon gesagt, und Sie wissen es aus der Ankündigung, wir wollen heute diskutieren über die Zukunft der Städte. Wirtschaft, Finanzen, Lebensqualität. Rund 77% der Menschen in Deutschland leben in Städten oder in den großen Ballungsgebieten. Manche meinen, Deutschlands Städte zögen wie Magnete neue Einwohner an und das schon seit 150 Jahren. Vor welchen Herausforderungen aber stehen die Städte heute? Welche Rolle spielen die Mittelstädte und der ländliche Raum?
Den inhaltlichen Rahmen für die heutige Diskussion haben wir ganz bewusst breit gesteckt, genauso wie die öffentliche Debatte verläuft. Dabei geht es uns um die Frage, welche Entwicklungen nehmen die Städte? Was ist wünschenswert? Und wie geht es weiter mit Mieten, Finanzen, den Unternehmen, der Wirtschaft? Worauf müssen wir uns einstellen? Zu all diesen Fragen haben wir die schon eben von Frau Wosche angekündigten hochkarätigen Expertinnen und Experten eingeladen. Und weil sie live hier natürlich jetzt im Studio sind, möchte ich die Begrüßung von mir aus noch einmal erneuern. Insofern zunächst ein herzliches Willkommen an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und den Präsidenten des Deutschen Städtetages, Herr Burkhard Jung, herzlich willkommen. Guten Abend. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, wollten wir eigentlich den Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt und ja auch ein spannendes Touristenziel Augustusburg begrüßen, Herrn Dirk Neubauer. Leider musste er uns aus dringenden Termingründen kurz vor der Diskussionsrunde entschuldigen. Er kann leider nicht dabei sein. Das bedauern wir natürlich sehr. Wir wären sehr gespannt gewesen auf seinen Beitrag. Umso mehr freue ich mich, auch die von Frau Wosche schon angekündigt, auf meine Kollegin aus Berlin, eine der profiliertesten deutschen Wirtschaftsjournalistinnen, Autorin vieler spannender Wirtschaftsbücher und Wirtschaftskorrespondentin der Berliner Tageszeitung TAZ. Noch einmal herzlich willkommen, Ulrike Herrn. Ja, danke für die Einladung. Und ganz besonders freue ich mich, meine Damen und Herren, dass in unserer Runde auch ein Ökonom ist mit internationaler Erfahrung beim Währungsfonds in Washington, bei der Europäischen Zentralbank. Und seit vielen Jahren ist er der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, IWH, und natürlich auch ein profunder Kenner der wirtschaftlichen Lage in Ostdeutschland. Noch einmal herzlich willkommen, Herr Professor Reintrop. Dankeschön. Herr Oberbürgermeister Jung, wenn Sie durch Ihre Stadt gehen und mal jenseits der guten Stimmung, die wir alle im Moment, Gott sei Dank, auf den Straßen wieder wahrnehmen dürfen, endlich wieder, ja, ein buntes Treiben auf den Straßen. Welche Fragen beschäftigen Sie, wenn Sie an die Zukunft Ihrer Stadt, aber auch an die Zukunft der Städte in Deutschland denken? Große Frage, jetzt kann ich ausholen. Nein, so schön das jetzt ist, zu erleben. Ich bin gestern geschlendert vom Rathaus durch die ganze Innenstadt, die ja in Leipzig sehr überschaubar und klein und kompakt und sehr urban und europäisch ist. Das ist eine ganz neue, wunderbare Situation wieder zu erleben. Mich beschäftigt natürlich die Zukunft der Innenstadt in Bezug auf das Thema Handel. Die ersten Leerstände zeichnen sich ab. Da geht es uns noch relativ gut. Wenn man dann in bestimmte Mittelstädte geht, in andere Lagen, wo auch keine Menschen mehr wohnen in den Innenstädten oder wo nur die Ketten sind, wo die Mieten durch die Decke gegangen sind und jetzt sozusagen holt uns der Onlinehandel ein, der aber als Thema schon immer, nicht schon immer, aber schon lange da war. Also Einzelhandel, Innenstadtentwicklung treibt mich um. Das Thema Mobilität treibt mich um. Wie ist die Zukunftsmobilität angesichts der Klimaherausforderungen, der Anpassungsstrategien? Das Thema Wohnen ist ein Thema für unsere Städte von zentraler Bedeutung, ein Riesenthema, ein Megathema. Wenn ich daran denke, wie das weitergehen soll mit der Klimaanpassungsstrategie, wie werden wir die Wasserwirtschaft organisieren, wie gehen wir um mit der Dürre, die auf uns zuläuft, wie ist die weite Urbanisierung zu denken, wenn immer mehr Menschen weiter in die Stadt drängen? Und glauben Sie mir, unterm Strich wird das auch in 30, 40 Jahren noch so sein. Natürlich zieht die Stadt an, das ist die Erfahrung der letzten 200 Jahre. Wie gehen wir damit um, mit dieser Entleerung des Raums, die Verdichtung der Stadt im Hinblick auf Stadt-Land-Beziehungen? Also es ist so ein bunter Reigen. Ich könnte die Schlagworte jetzt nennen, noch Digitalisierung, Globalisierung. Ich lasse das mal alles weg. Ich sage mal, das sind die großen Herausforderungen sind für uns. Mobilität, Wohnen, insbesondere die Innenstadtentwicklung mit dem Thema Einzelhandel als gezieltes Thema und Klimaanpassung.
Sie haben den Reigen eigentlich mit den Stichworten schon aufgemacht, dessen, was wir hier gleich weiter vertiefen wollen. Ich habe bewusst auch keine Lösung gezeigt. Wir werden auf Lösungsvorschläge werden wir gleich kommen. Was ich ganz interessant finde an Ihrer Liste ist, dass das Thema Geld nicht vorkommt. Also Leipzig scheint irgendwie im Geld zu schwimmen. Weil ich glaube, viele Kommunen hätten als allererstes gesagt, ja, unser Hauptproblem sind die Schulden. Also dass wir nicht genug Geld haben, um überhaupt unsere Kommune zu entwickeln. Aber das habe ich nicht genannt? Nee, denn das hat Problem. Das scheint Leipzig nicht zu haben. Ja? So, Hermann, nee, aber das nervt ja auch, ehrlich gesagt, oder? Okay. Wenn wir immer, auch als Städtetag, immer als erstes sozusagen formulieren, wir haben 9 Milliarden Gewerbesteuerausfälle und deshalb helft uns. Ja. Können wir gerne gleich drüber sprechen. Okay, aber fand ich bemerkenswert. Aber ich glaube, die inhaltlichen Themen müssen wir erstmal ansprechen. Was betrifft die Menschen? Was bewegt sie? Was verändert sie? Was ist Lebensqualität? Und klar braucht man dafür Geld, aber bitte, Geld ist immer Instrument, oder? Ja, okay. Aber wir werden gleich nochmal drauf zurückkommen, an Punkt 3 oder 4. Denn alles das, was sozusagen verändert werden muss, kostet zweifellos Geld. Und das muss irgendwo herkommen. Und das ist ja auch ein Thema, was in der Diskussion stark Beachtung findet. Gerade jetzt nach der Pandemie oder wenn wir sie denn dann wirklich bewältigt haben sollten. Frau Herrmann, ich will mal zu den Menschen, etwas konkreter, zu den Menschen in den Städten kommen. Vor einigen Wochen haben Sie vor dem Hintergrund der Pandemie einen Beitrag geschrieben über eine norddeutsche Stadt. Ich sage jetzt mal ganz bewusst den Namen nicht, den können Sie ja sagen. Ein spannendes Essay haben Sie geschrieben und gefordert, man müsse die Stadt neu denken. Das fand ich interessant. Und gerade im Zusammenhang mit dem Lockdown müsse man darüber nachdenken, wie Stadt neu anders aussehen könnte. Was soll sich denn in den deutschen Städten aus Ihrer Sicht ändern? Was muss denn neu gedacht werden? Naja, also ich glaube, also alles, was Herr Jung angesprochen hat, sind ja schon wichtige Themen. Aber wenn man das jetzt ganz konkret sieht, dann gibt es ja auch jetzt nach der Pandemie wirklich eigentlich zwei Trends, die sehr interessant sind. Das eine ist natürlich der Einzelhandel, der in den Innenstädten verschwindet. Und aus meiner Sicht wird der tatsächlich verschwinden. Also es wird nicht möglich sein, den in der Innenstadt zu halten, weil ja gleichzeitig ein zweiter Trend hinzukommt, der, glaube ich, nicht mehr zu stoppen ist. Und das ist der Trend zum Homeoffice. Also lange Zeit war ja Homeoffice nicht denkbar, also gerade für die Unternehmen nicht, so, weil sie immer Angst hatten, wer weiß, was die Angestellten machen, wenn sie zu Hause sitzen, dann kochen die wahrscheinlich nur Tee oder putzen ihr Klo, statt zu arbeiten. Jetzt durch die Pandemie, zwischenzeitlich haben ja ein Drittel aller Angestellten zu Hause gearbeitet, haben die Arbeitgeber gesehen, dass das ja super funktioniert. Und das wird eine Rationalisierung auslösen, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Denn bisher ist es ja so, dass in der Produktion ständig rationalisiert wurde, aber nicht in der Verwaltung. Und es ist extrem, wie groß die Büros oder Flächen pro Angestellten sind. Das sind in Deutschland 30 Quadratmeter. Also werden natürlich auch alle Treppenhäuser und so mitgezählt, aber 30 Quadratmeter pro Person, das ist irre. Jetzt haben die alle festgestellt, die brauchen wir gar nicht, diese 30 Quadratmeter. Die können ja auch zu Hause sitzen. Und das wird dann dazu führen, dass die Arbeitgeber nicht komplett auf ihre Büros verzichten werden, aber die werden kleiner. Und das zwar überall, also ob das Rechtsanwälte sind, Steueranwälte sind, ob das die großen Verwaltungen sind, alle werden sich verkleinern. So, aber damit verändert sich die Innenstadt komplett, denn jetzt ist sie ja eigentlich belegt durch Büros. Und diese Leute, die im Büro in der Innenstadt arbeiten, gehen ja auch in der Innenstadt einkaufen. So, wenn das aber, und gehen auch in der Innenstadt ins Restaurant, wenn das aber gar nicht mehr in dieser Weise stattfindet, dann wird man Innenstadt wirklich neu denken müssen. Also ich höre gleich auf, ich nehme ja schon an, das ist hier. Na bitte, bitte. Wir haben ja die Zeit. Ja, stimmt. Ja, und jetzt denken natürlich viele Leute, dachte ich auch, als ich anfing, ist ja wunderbar, nicht? Jetzt hat man diese ganzen Räume, die nicht mehr genutzt sind, dann kann man da ja praktisch Wohnungen draus machen. Aber wie sich dann rausgestellt hat, ist das ja wahnsinnig aufwendig, Bürogebäude umzubauen in Wohnungen. Das geht, aber es ist praktisch ein Neubau. Und das ist für die Investmentfonds, die Bürogebäude haben. Also normalerweise sind das ja alles Fonds. Außerordentlich unattraktiv, weil sie eigentlich das Bürogebäude erstmal komplett abschreiben müssen, bevor sie es umwandeln können.
damit realisieren sie dann ja die Verluste. Nicht? Das ist also, also klingt total technisch, ist aber total tricky. Aber das, und es würde, wenn Ihre These zutreffend ist. Ich habe da einige Zweifel. Ich hätte da auch noch zwei andere Perspektiven, die ich in die Diskussion einführen würde. Aber sicherlich ist es ein Element der Entwicklung, die wir sicher gegenwärtigen müssen. Würde die Städte massiv verändern. Ja. Weil jeder Trend auch gegenläufig. Also wir kommen dazu. Wir kommen da noch. Aber bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Unterbrechen. Ist okay. Ich glaube, jetzt kann ja erstmal Herr Gropp sagen, was er dagegen hat. Weil ich kann, Sie müssen mich unterbrechen. Ich kann nämlich auch nonstop alleine reden. Das haben wir nicht vorgesehen. Eine Berufskrankheit. Ich wollte doch zu Ihrem Szenario, und Sie haben es ja jetzt selber Szenario genannt, obwohl so ein bisschen, da war sehr viel wird und ich könnte drin in Ihrem, was Sie gesagt haben. Naja, also entweder man glaubt das oder man glaubt es nicht. Sie haben recht. Ja. Aber ich meine, diese Trends, also zum Homeoffice und weg vom Einzelhandel hin zu Amazon, sind natürlich Trends. Und sie wurden natürlich sehr stark verstärkt durch die Corona-Geschichte. Die Frage ist, ob jetzt die Leute ihr Verhalten wieder zurückändern oder ob es so bleibt, wie es jetzt ist. Also wir haben eben Zahlenanteil des Homeoffices, also ich habe da auch 70% gehört, jedenfalls in diesen Bürojobs. Mhm. Also tatsächlich eine überwältigende Mehrheit. Ich kann das auch von meinem eigenen Institut sagen. Also Leute. Meine Zahlen nur zur Erklärung beziehen sich auf alle Erwerbstätigen. Gut, okay, Fabrikarbeiter haben es schwer mit dem Homeoffice. Ja, es gibt Sachen, die kann man da nicht hinschicken, also Supermarktangestellte. Aber wir reden jetzt auch in den Städten nicht von Fabriken eigentlich, sondern wir reden da eben genau von den Dienstleistungsjobs, von den Leuten, die in Büros gesessen haben. Die Frage ist, wird es wirklich so kommen, wie Sie sagen, dass die Leute überwältigend im Homeoffice sind, ab und zu mal ins Büro kommen, vielleicht einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche zum Meeting und ansonsten zu Hause sitzen. Und ich muss sagen, dass ich mir dieses Szenario, was Sie beschreiben, nicht wirklich vorstellen kann. Ja, und was ist Ihr Szenario? Und der Grund, warum ich mir das nicht vorstellen kann, ist, dass wir festgestellt haben, und an so einem Institut ist eigentlich so die perfekten Homeoffice-Jobs, also Forscher, warum können die nicht zu Hause am Computer sitzen und ihr Papier schreiben, also das ist ja, kann ja gar kein Problem sein. Das stimmt ja auch, bloß es geht ja beim Forschen und bei vielen möglichen anderen Arbeiten eben nicht nur darum, irgendwas auszuführen, sondern auch neue Ideen zu generieren, neue Netzwerke zu schaffen und gerade bei der Forschung auch mal was anderes zu machen. Und dazu muss man Ideen austauschen. Und im Homeoffice kann man keine Ideen austauschen. Und ich glaube, dass viele Arbeitgeber, gerade Rechtsanwaltspraxen, Institute wie meins, Zeitungen, wer auch immer, feststellen wird, dass die Kreativität, das Neue auf der Strecke bleibt, und deswegen glaube ich nicht, dass am Ende wir tatsächlich so ein Szenario haben werden, in dem große Teile der Leipziger Innenstadt, die Büroflächen alle leer stehen und die Leute kaum noch da sind, nicht mehr ins Restaurant gehen. Das glaube ich nicht. Nee, also wo Sie bestimmt recht haben, ist, es wird jetzt nicht so sein, ganz oder gar nicht. Nicht? Also weil man muss sich zwischendurch mal treffen mit den Kollegen, damit auch so eine Art Teamarbeit möglich wird. Aber ich glaube nicht, dass man zu diesem Zweck 30 Quadratmeter pro Person vorhalten wird. Sondern das wird man verschrumpfen. Also dann hat man vielleicht noch einen Besprechungsraum, wo sich mal alle treffen, die sonst zu Hause sitzen. Und dann gibt es vielleicht noch Arbeitsplätze, wo man auch mal während der Woche hin kann, um andere zu sehen oder vor Ort zu arbeiten. Aber es wird nicht mehr so sein, dass jeder Angestellte sein eigenes Büro mit einer Topfpflanze hat. Also da wird man neue Modelle entwickeln, glaube ich. Aber die sind ja, also wenn ich mal kurz, die sind ja, jetzt kommt der langweilige Satz, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ja. Aber natürlich, wir planen momentan, um es mal ganz konkret zu machen, mit 1,3 Mitarbeitern pro Arbeitsplatz. Und wir schätzen, das wird sich verschieben auf 1,4, auf 1,5. Weil sie haben genau die gegenläufigen Trends. Das sind die gesagt haben, Mensch, Homeoffice ist doch klasse. Und die jetzt sagen, oh Gott, mein Gott, ich komme ja gar nicht mehr raus. Ich muss einfach mal Tapetenwechsel haben. Ich brauche Kontakt, ich brauche sozialen Kontakt. Oh, die Kinder, ich werde ja verrückt. Also lieber so. Und da kommt so vieles zusammen, dass in der Tat am Ende wird Homeoffice eine
denke ich, vernünftige Lösung sein für einen Teil von Mitarbeitern und Mitarbeitern. Es wird auch die Regel werden, vielleicht, dass ein ganzer Teil ein, zwei Tage die Woche das tut. Aber es wird genauso viele geben, die sich sehnsuchtvoll in die Arbeitswelt wieder hineingeben, weil sie sagen, das ist mein einziges soziales, mein soziales Umfeld, was ich brauche, um zu leben, um zu Luft. Und dann kommt das hinzu, was Sie sagen, absolut haptisch, kreativ, Austausch. Die wichtigsten Gespräche finden ja an der Kaffeekanne statt. Ja? Und insofern, ja, es wird bleiben, aber es wird nicht diese fast Horrorszenarien-Situationen geben. Wieso Horrorszenario? Das hätte schon gewaltige Auswirkungen für die Innenstädte. Ne? Also jetzt nicht nur im Sinne von den Immobilienpreisen, die kollabieren würden, also für Büroraum, was nicht schön ist, aber eben auch tatsächlich für den Einzelhandel und für die Restaurants. Ja, wenn die Leute nicht mehr ins Büro gehen, müssen sie nicht mehr Mittag essen, dann sind die Hälfte der Restaurants pleite. Und insofern ist das schon ein Horrorszenario. Nee, das ist nicht harmlos. Also wenn das so wäre, dann wäre das dramatisch. Aber ich bin da eher bei Herrn Jung, dass das, klar, eine marginale Veränderung, das wird ein bisschen mehr kommen. Aber ich sehe nicht, wie das wirklich so dramatische Veränderungen sind. Frau Herrmann hat noch ein Argument. Gut, dann bin ich wieder dran. Bitte. Ja, genau. Entschuldigen Sie. Ich glaube, was hier ein bisschen untergeht, ist tatsächlich dieses Rationalisierungspotenzial. Also für die Unternehmen wird das ganz knallhart die Frage sein, zahle ich jetzt diese Miete für diese enorme Fläche oder nicht? Und jetzt haben die aber festgestellt, die Leute können auch im Homeoffice arbeiten. Ich sage ja nicht, dass die dann da 5 Tage sitzen. Ich sage auch nicht, dass da jeder sitzt. Aber man wird diese Möglichkeit nutzen. Und spätestens, wenn dann solche Fragen anstehen, vielleicht dann auch für die Verwaltung in Leipzig, machen wir einen Neubau für zusätzliche Beschäftigte. Spätestens da wird man sich überlegen, nee, die organisieren wir jetzt so um, dass das wieder reicht und der Rest sitzt im Homeoffice. Und das sind alles, ich finde, diese Rationalisierung, also diese rein monetäre Frage darf man nicht einfach ignorieren. Nein. Nach dem Motto, wir sind so schön kreativ. Ich bin ganz bei Ihnen. Es ist auch nicht nur eine, Frau Herrmann, es ist auch nicht nur eine monetäre Frage, es ist eine Frage der Arbeitskultur und dann der Stadtkultur am Ende. Wie entwickelt sich, verändert sich Stadt, wie Herr Rob gerade schon angedeutet hat. Was wir sicher wissen, wir haben noch keine verlässlichen Daten über die Entwicklung. Wir wissen jetzt, dass während der Pandemie in der Hochzeit vielleicht 80% der Büroarbeiter im Homeoffice waren. Und die Diskussion, die politische Diskussion und auch die mangelnde Bereitschaft, sozusagen gesetzliche Maßnahmen wirklich da festzuzurren, zeigt ja, da ist noch ganz viel Luft. Da ist man sich noch nicht sicher. Da gibt es Widerstände, das zu machen. Was ich verfolge in den letzten Jahren ist, dass die Auslastung der Schreibtische so ungefähr bei 0,8 im Schnitt liegt. Es gibt große Unternehmen, auch große Bundesunternehmen, die Deutsche Bahn, wird immer genannt bei 0,65 oder so. Ja, und bei Neubauten gebe ich Ihnen sicher recht. Das würde sicherlich einen großen Einfluss, wenn es dann in der Fläche sich durchsetzen würde, bringen. Ich glaube, wir können gespannt sein. Und wenn es soweit kommt, dann werden wir einen extra Themenabend dazu machen, weil das ist ein extra Thema. Und so insofern aber eine gute Überleitung. Vielen Dank, Frau Herrmann, zu Herrn Professor Grob, der als Ökonom. Darf ich einen Satz dazwischen rufen? Es gibt auch die gegenläufige Bewegung, dass die Bürowelten anders gestaltet werden. Man wird mehr Platz brauchen, damit die Mitarbeiter kommen. Das heißt, da ist hier der klassische Kicker und die Tischtennisplatte und die Aufenthaltsräume und Kommunikationsräume. Das alles erlebst du ja auch. Also, ich hör auf. Ja. Aber wir waren eben bei Finanzen. Und wenn ein veritabler Wirtschaftsprofessor hier in unserer Runde ist, dann verdient er zumindest als erste Frage auch eine wirtschaftliche, vielleicht auch eine wirtschaftspolitische Frage. Herr Professor Grob, Ihr Institut hat gerade gestern, habe das nochmal nachgelesen, eine neue Wachstumsprognose verkündet, vorgelegt für die deutsche Wirtschaft, für das Jahr 2021 durchaus optimistische 3,9%, für 2022 möglicherweise 4%. Die Kollegen bei Ihnen im Institut schreiben, es könnte ein Konsumschub werden. Das wäre auch etwas für die Städte. Inwiefern würde das die Städte sozusagen bereichern? Ja, interessant ist ja, einer der interessanten Aspekte an dieser Pandemie aus wirtschaftlicher Sicht ist ja, dass die Ersparnisse der Haushalte dramatisch angestiegen sind. Also witzigerweise ungefähr um den Betrag, den der Staat den Leuten als Hilfen gezahlt hat, was
Das sind andere Leute, die gespart haben, als die, die Hilfe bekommen haben. Aber die Beträge sind ungefähr gleich. Also wir reden hier von 180 Milliarden zusätzlichen Ersparnissen. Man könnte ja nicht ins Restaurant gehen. Ganz genau. Und da ist natürlich die Frage, also das haben wir erst untersucht. Wir haben das nicht behauptet, sondern wir haben untersucht, warum sparen die Leute? Also sie könnten ja aus verschiedenen Gründen sparen. Sie könnten sparen, weil sie Angst haben, arbeitslos zu werden in der Pandemie. Das ist eine ganz andere Begründung. Sie könnten sparen, weil sie Angst haben, dass sie zukünftig diese zusätzlichen Schulden des Staates zurückzahlen müssen. Also sie könnten sparen, weil sie denken, sie müssen bald mehr Steuern zahlen. Oder sie könnten sparen, weil sie nicht konsumieren können. Ich kann nicht ins Restaurant, ich kann nicht verreisen insbesondere, ich kann nicht ins Theater und so weiter. Und es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass die Leute haben gespart, weil sie es nichts ausgeben konnten. Das heißt, es sind Leute, die haben ziemlich viel Geld auf der hohen Kante und warten jetzt eigentlich darauf, dass sich die Wirtschaft öffnet, dass sie in Urlaub fahren können und so weiter. Und deswegen tatsächlich prognostizieren wir einen Konsumboom in dem Moment, der jetzt gerade so anfängt einzutreten, wo die Pandemie, die restriktiven Maßnahmen eben aufgehoben werden. Ja, und ich glaube, die Leute wollen sich dann ja auch was gönnen, nicht? Und jetzt ist die Frage, fahren sie deswegen doppelt so lange in Urlaub? Oder doppelt weil sie so letztes teuer. Jahr nicht konnten? Nee. Oder nicht? Oder fahren doppelt sie nur so eine Woche länger? Oder gehen sie doppelt so oft ins Restaurant? Und das ist so ein bisschen eine Frage. Und dieser Boom wird nicht so sein, dass die Leute morgen 180 Milliarden ausgeben zusätzlich, sondern es wird sich verteilen im Zeitablauf. Es wird zum Teil auch einfach sich in Preissteigerungen widerspiegeln. Deswegen sehen wir im Moment diese höheren Inflationsraten, gerade bei so Gütern, die eben eine Weile lang nicht verkauft werden konnten. Aber es wird den Innenstädten auf jeden Fall zugutekommen. Und ich bin nicht so pessimistisch wie Sie, dass wir diesen Einzelhandel verschwinden sehen werden, gerade nicht aus Innenstädten, die sehr attraktiv sind, wie Leipzig oder Berlin oder so. Bei Mittelstädten ist das, aber da ist es schon immer ein bisschen anders gewesen. Und zwar deswegen glaube ich das nicht, weil wir ja eine Beobachtung haben. Wir haben ja ein bisschen Daten. Wir haben nämlich Daten vom letzten Sommer, wo wir ja erst die Maßnahmen hatten, dann haben wir sie aufgehoben, dann haben wir sie wieder eingeführt. Aber wir hatten diese paar Monate und in den paar Monaten haben wir gesehen, dass die Leute ihr Konsumverhalten fast wieder ganz zu ihren alten Gewohnheiten zurückbewegt haben. Sie haben wieder aufgehört, bei Amazon zu kaufen und sie haben wieder angefangen, beim Laden an der Ecke zu kaufen. Jetzt war der Lockdown jetzt länger. Also es kann sein, dass dieses Amazon-Kaufverhalten sich jetzt ein bisschen verstetigt hat und so. Das wäre eine Sorge. Aber grundsätzlich, die Daten, die wir haben, würden sagen, dass sich die Innenstädte, jedenfalls in den attraktiven Städten, nicht so große Sorgen machen müssen darum. Korrespondiert, ich sag mal, die angedeutete positive Entwicklung ein bisschen damit, dass ihr Insolvenztrend auch sagt, es ist alles nicht so schlimm, wir haben weniger Insolvenzen zu befürchten, als wir bisher angenommen haben, oder kommt das noch und wir haben dann auch Veränderungen in den Städten? Ja, dazu vielleicht kurze Erklärung, also was machen wir? Wir machen so eine Art Webscraping, wie sich das nennt, also wir gucken uns Gerichtsveröffentlichungen an, um schneller zu wissen, wie viel Insolvenzen es gibt in Deutschland als das Statistische Bundesamt. Also wir wissen es ungefähr ein, zwei Monate schneller. Aha. Und das ist schön, ne? Also gerade jetzt in der Zeit war das natürlich für uns ein Knirr. Genau. Ja, die Daten haben wir. Und das Verblüffende ist, dass wir feststellen, dass Insolvenzen fallen. Steigen nicht, sondern sie fallen. Im Augenblick war das ja auch so, dass die eigentlich sozusagen ja so eine Art Bestandsschutz haben, die Firmen, dass sie die Insolvenz nicht anmelden müssen. Es gab Regeländerungen, also sind die jetzt aufgehoben worden. Es gab die Hilfen. Sinn der Hilfen war, dass die Unternehmen keine Insolvenz anmelden mussten. Trotzdem sind die Insolvenzen verblüffend niedrig. Ja. Und das ist ein bisschen, macht einen ein bisschen nervös eigentlich. Also es ist so ein bisschen, also als Ökonom, ne? Also eigentlich, das ist eigentlich ein bisschen passt komisch. Passt was nicht, ne? Passt was nicht. Und aber wir haben wirklich auch die neuen Zahlen, die wir jetzt haben, also wir haben jetzt für Mai Zahlen, nochmal gewaltiger Abstieg, also der Insolvenzen. Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zu den Vorjahren. Also historisch niedrige Insolvenzen im Moment. So, das kann sich natürlich aber auch wieder ändern. Aber wir haben tatsächlich ganz wenig Anzeichen dafür, um nicht zu sagen gar keine, dass da jetzt noch so eine riesige Welle kommt, jedenfalls solange wir tatsächlich jetzt aus dieser Corona-Geschichte rauskommen. Also wenn wir jetzt doch wieder plötzlich eine dritte Welle haben oder vierte Welle, wo wir eigentlich sind, und wieder alles schließen müssen, dann gelten meine Aussagen nicht. Aber wenn es wirklich so jetzt weitergeht, wie wir das
sehen, wie es jetzt läuft. Und es läuft ja recht vernünftig gut eigentlich jetzt in Deutschland, auch mit dem Impfen inzwischen. Dann gibt es keinen Grund zu denken, dass wir eine große Insolvenzwelle sehen werden aufgrund der Pandemie. Ist das ein gutes Signal für den Präsidenten des Deutschen Städtetages? Ja. Ja, ich habe genau diese Frage gestellt. Was ist eigentlich los? Weil wir nicht den Eindruck haben, dass da irgendwie was kollabiert, sondern Stagnation, ja, wenig Neugründung, Start-ups haben schwer, Aufträge zu kriegen und so. Und ein bisschen, immer wenn ich mit Wirtschaft gesprochen habe, war die Botschaft, ja, eigentlich scharren wir mit den Hufen, wir wollen loslegen. Also da ist so ein Stau eher zu beobachten. Dann habe ich gedacht, Gastronomie, das geht doch nicht gut so auf Dauer. Jetzt ist es so, dass es natürlich in der Gastronomie zum Beispiel auch sehr viele Einzelunternehmen sind. Also das sind keine GmbHs, sondern das sind Einzelunternehmen, Personengesellschaften. Die tauchen in diesen Statistiken als nicht persönliche Insolvenz auf, also als Einzelinsolvenz auf. Und da haben wir tatsächlich einen Boom gesehen in den ersten 3 Monaten des Jahres. Da gab es einen Riesenanstieg. Allerdings ist der wieder vorbei. Und der ist jetzt weg. Also es ist jetzt wieder ein normales Niveau der Einzelinsolvenzen. Und am Ende hatte dieser Anstieg bei den Einzelinsolvenzen eine ganze Menge mit den Regeländerungen bei den Einzelinsolvenzen zu tun. Man hat nämlich diese Frist, bis man wieder Kredite beantragen kann, von 6 auf 3 Jahre verkürzt. Das heißt, diese Wohlverhaltensfrist nach einer persönlichen Insolvenz war seit dem 1. Januar 2021 nur noch 3 Jahre. Das heißt, die Leute haben gewartet im Herbst und haben erst am 1. Januar Insolvenz. Und deswegen hatten wir diesen Anstieg, gar nicht wegen der Corona-Geschichte. Das heißt, auch da, obwohl bei den Einzelinsolvenzen, Restaurants, das ist ja oft eine Personengesellschaft, da sehen wir auch keinen Anstieg. Also es ist schon eine erstaunliche Geschichte. Trotzdem, ja, das ist gut zu hören, aber das ändert nichts an den großen Herausforderungen natürlich. Ja, also das heißt, im Unterschied zu Ihnen würde ich sagen, es bleibt dennoch im Megatrend so, dass wir nicht Handel durch Handel ersetzen werden können. Wir müssen Innenstadtdenken ändern. Ich spreche wirklich nicht über die Leipziger Situation. Die ist doch mal wirklich einfacher. Ja, natürlich. Das ist einfacher. Wir haben auf 600 mal 800 Meter ist unsere Innenstadt, die alte mittelalterliche Stadt. Das ist beherrschbar, das ist überschaubar, das ist schön. Und bei uns wohnen Menschen. Da wohnen noch 8000 Menschen in dieser Innenstadt. Ja? So, aber ich gehe mal in eine andere Situation. Also, du wirst nicht überall Handel durch Handel ersetzen können. Onlinehandel hat eine doppelt so hohe Steigerungsrate, eine dreifach so hohe Steigerungsrate, glaube ich, gehabt in 2020, als der Einzelhandel generell hatte. Das heißt, es wird eine Verschiebung geben. Es wird neue Formen der Nutzung geben müssen. Denken Sie an die großen Kaufhäuser. Natürlich, was macht so eine Stadt? Meine Heimatstadt Siegen nehme ich mal, weg von Leipzig, wo ich geboren worden bin. Das große Kaufhaus schließt. Die haben eine super Idee gehabt. Die haben nämlich die Universität vom Berg hoch runter in die Stadt geholt und haben die erste Etage in diesem Kaufhaus gemietet. Und das sind jetzt Seminarräume. Also hast du die jungen Leute reingeholt von der Uni, vom Berg runter in die Stadt und schon entsteht ein neues Leben. Da entstehen neue Shops, neue kleine Geschichten und die Stadt wird jung, weil plötzlich junge Menschen da sind. Also mit solchen Ideen müssen wir arbeiten. Wie können wir Nutzungsänderungen, wie können wir Management, wie können wir City Management betreiben, wie können wir neue Nutzungsarten hineingeben, wie können wir die Stadt bespielen, ohne sie zum Eventpalast werden zu lassen, wie können wir Subkultur fördern, wie können wir Kulturen neu hineinlassen und wie können wir Menschen in der Tat zum Wohnen bringen. Das wird nicht durch Umnutzung von Bürogebäuden gehen. Aber wir müssen eine Satzung erlassen als Stadt. Du kannst hier kein Haus bauen, ohne dass ein Wohnanteil nachgewiesen wird. Ja. Wäre Ihre Perspektive, Ihr Szenario, um im Bild zu bleiben, für Stadt, Stadt wird zumindest in Teilen in Deutschland urbaner, weil mehr Menschen auch in der Stadt wohnen werden. Es wird eine andere Mischung, anderes Mischungsverhältnis von Arbeiten und Wohnen und Gewerbe geben? Herr Winkschul, ich habe diese alte, vielleicht die naive Utopie der alten mittelalterlichen Stadt, die alles hatte. Ne? Wo das handwerkliche Leben, das gewerbliche Leben, der Markt im Herzen, der Gaukler genauso auf dem Markt war wie der Händler, wo gelebt, gewohnt, gearbeitet wurde, wo Kultur, wo Sport, also wo alles zusammenkommt und dieser Satz entstand, Stadtluft macht frei. So.
Aber wenn ich mal dieses naive Bild, dieses romantische Bild nochmal vergegenwärtige, ich lasse mal alles weg, was im Mittelalter nicht stimmt. Ja? Mhm. Wenn ich das mal jetzt in die Gegenwart übersetze, das heißt, diese Mischung von belebter, qualitätsvoller Nutzung, mehrfach genutzter Nutzung von Menschen, die dort leben, wohnen, arbeiten, das muss unser Ziel sein. Und das ist nicht die autogerechte Stadt, das ist nicht der öffentliche Raum als Parkplatz, das ist nicht, es ist aber auch nicht die Verteufelung des gewerblichen Anteils in einer Wohnbebauung. Ja, da müssen wir ganz andere Gesetzlichkeiten auch in Deutschland wieder leben. Ne? Vielleicht ganz kurz dazu, weil dieses Siegner-Beispiel fand ich sehr spannend. Und ich glaube, dass das am Ende so ein bisschen symbolisch sein kann für das, was ich glaube, die Städte machen müssen. Und das ist eben Wissensökonomie. Also dieser Übergang, mit dem Deutschland wirklich große Schwierigkeiten hat. Also von der Industrie, wir müssen irgendwas bauen, sonst ist es nichts. Wir müssen was bauen. Zur Wissensgesellschaft, wir müssen etwas entwickeln. Und diesen Übergang, das ist in Deutschland sehr viel langsamer als in anderen Ländern. Das ist auch mit vielen Problemen verbunden. Aber es ist fundamental gut für die Städte. Es ist genau das ist die Chance in meinen Augen für die Städte, weil nur in urbanen Ballungsräumen solche Wissensräume, wie Sie das jetzt beschrieben haben mit der Uni, die plötzlich am Marktplatz zieht, das kann nur in Städten und in Ballungsräumen entstehen und ist gleichzeitig die Chance, wo die neuen Arbeitsplätze entstehen. Wenn Sie sich angucken, wo sind die Arbeitsplätze entstanden in den letzten 20 Jahren, redet man ja immer von dem Verlust der Industriearbeitsplätze im Osten. Aber ehrlich gesagt, Westdeutschland hat viel mehr Industriearbeitsplätze verloren im gleichen Zeitraum, aber dafür ganz viele Dienstleistungsarbeitsplätze geschaffen. Und Ostdeutschland hat weniger Dienstleistungsplätze geschaffen. Unter anderem eben auch, weil aus irgendeinem Grund die Städte eine Weile lang nicht so attraktiv waren im Osten. Nee, und weil die Frau Hermann, ich will das mal. Und deswegen ist dieses Bild, was Sie da haben von der Uni, die an den Marktplatz liegt, das ist genau, glaube ich, das, wo die Chance liegt und woraus dann neuer Einzelhandel auch, der eben Nischen bedient, also der nicht so manufakturartig, der nicht jetzt das Massenprodukt können Sie bei Amazon kaufen, aber das, wenn Sie was Besonderes suchen, dass Sie dann immer noch eben in die Städte müssen. Ich will das mit einer Frage verbinden. Mhm. Vielen Dank, Herr Professor. Mit einer Frage verbinden. Haben wir jetzt hier eine Metropolendiskussion und vernachlässigen wir ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, die normale Stadt, die normale ostdeutsche Stadt, auch da will ich jetzt keinen Namen nennen, und die normale westdeutsche Stadt und plädieren sozusagen für die Metropolen, die wir alle lebenswert finden, in der wir uns auch gerade aufhalten und aus der Sie gerade kommen. Ostdeutschland hat auch nicht mehr als 100.000 Einwohner. Also es gibt die Beispiele. Ne? Ja, aber ich glaube, also natürlich ist es jetzt, was wir gerade hatten, in gewisser Weise eine Metropolendiskussion. Aber ich glaube, dass auch in vielen Mittelstädten die gleichen Probleme schon auftauchen. Und das würde mich jetzt auch interessieren an so einen Praktiker wie Herrn Jung. Also aus meiner Sicht gibt es bei dem, was wir jetzt diskutieren, in den Innenstädten zwei Probleme. Das eine ist die Gentrifizierung. Also dass man ja auf, also Herr Jung hat das ja schön beschrieben, dass so von einer mittelalterlichen Stadt träumt, wo dann auch alle sein können, wohnen können, arbeiten können. Aber die Realität ist ja eine völlig andere. Also die Gefahr ist in Deutschland groß, dass wir auch den Weg von Paris und London gehen, wo in den Innenstädten nur Millionäre leben. Also München ist da schon. Also das ist ja völlig absurd. In München ist es so, dass die Krankenschwestern oder die Polizisten, die in den Innenstädten arbeiten, an den Krankenhäusern oder eben an den Polizeiwachen, selber in München nicht leben können, sondern von weit her pendeln müssen, um ihren Dienst in der Innenstadt von München für die Millionäre zu verrichten. Und diese Gefahr sehe ich. Der Sylt-Effekt. Der Sylt-Effekt, sehr schön. Diese Gefahr sehe ich beispielsweise auch für Berlin. Ist wahrscheinlich auch in Leipzig so. Nein, noch lange nicht. Noch lange nicht. Gott sei Dank. Ja, genau. Aber das kann auch in Leipzig kommen. Das kommt nicht für ganz Ostdeutschland, das ist dann vielleicht klar. Aber in diesen attraktiven Metropolen kann das auch schnell kippen. So, und jetzt ist es ja in sehr vielen Großregionen schon so, dass die Leute, weil sie dann sich die Innenstadt nicht mehr leisten können, irgendwo anders hinziehen, mit dem Ergebnis, dass da dann die Mieten ebenfalls steigen und sich eigentlich dieser Gentrifizierungseffekt dann da auch ausbreitet. Also beispielsweise natürlich besonders extrem ist der Großraum München. Das jetzt hat man in Augsburg eigentlich schon die gleichen Probleme wie in München, weil die Leute aus München nach Augsburg geflohen sind. So, und das, also auf der einen Seite hat man diese Gentrifizierung, und das zweite Problem, das hängt damit eng zusammen, und da würde mich auch mal interessieren, wie da die Einschätzungen sozusagen der beiden Herren sind, ist ja das Problem, dass Immobilien, und Städte bestehen da eigentlich nur aus Immobilien, zu Spekulationsobjekten werden.
Und zwar in einer Geschwindigkeit, das kann man auch gar nicht fassen, wie große Investmentfonds weltweit, das ist sozusagen ein globaler Markt, Immobilien in Deutschland aufkaufen. Und anfangs dachte man noch, auch ich muss ich ja zugeben, ach, das ist nicht so schlimm in Anführungsstrichen, die kaufen dann nur im Prenzlauer Berg, weil sie den Rest nicht einschätzen können. Aber inzwischen ist es zumindest in Berlin so und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Leipzig so ist. Es wird eigentlich alles gekauft, was irgendwie auf dem Markt ist. Und natürlich lohnen sich diese Investitionen für die Fonds nur, wenn die Renditen steigen, das heißt, wenn die Mieten steigen. Also diese Spekulation zusammen mit der Gentrifizierung stellt die Frage, wie deckelt man die Mieten? Mhm. So, und das wird man machen müssen. Man wird mit reinem sozialen Wohnungsbau gegen diese Trends nicht ankommen, sondern man muss praktisch die Immobilien aus dem Markt rausnehmen. Also man muss aufhören, davon zu träumen, dass es sowas gibt wie einen Immobilienmarkt. Weil noch letzter Satz, weil das Problem ja ist, das hat man ja an den Polizisten in München gesehen, die normalen Mieter sind erpressbar. Denn die können ja nicht irgendwo wohnen, sondern die müssen ja da wohnen, wo ihre Arbeit ist. Und wenn jetzt schon bei einigen Menschen 40% des Lohns für die Miete draufgehen, dann ist das jenseits von Gut und Böse. Das kann man eigentlich nicht leisten. So, im SPD-Programm steht ja drin, dass es so eine Art Mietpreisbremse geben soll. Das fand ich ja wirklich fortschrittlich. Aber das ist natürlich eine Frage. Wie setzt man das so um, dass es erstens verfassungsfest ist und zweitens auch irgendwie praktikabel? Na, aber das sind die schon großen Fragen. Welche Entwicklung sehen Sie? Ja. Also zunächst mal legen Sie den Finger in die Wunde, die wir wirklich noch nicht beherrschen. Also die Wahrheit ist, unser Instrumentenkasten, der Einflussnahme auf diese Entwicklung, wo der Markt entfesselt reagiert, ist sehr begrenzt. Aber wir haben Instrumente. Natürlich haben wir erstmal den objektgeförderten Wohnungsbau, also sozialer Wohnungsbau. Wir haben das Instrument des subjektgeförderten Bereichs, also das Wohngeld, dass wir dem, der wenig hat, einen Zuschuss geben, damit er eine Wohnung bezahlen kann. Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Übrigens, das finde ich sofort. Ja, okay. Ich will nur sagen, ein völlig unterschätztes Instrument. Ich glaube, das ist sehr, sehr zielgenau. Vielleicht sogar zielgenauer als der soziale Wohnungsbau. Können Sie gleich machen. Ja. Wir haben die Möglichkeit der sozialen Erhaltungssatzung, wo wir versuchen, als Stadt über ein Stadtgesetz, das ist ja die Satzung. Die Satzung ist ein Stadtgesetz. Mit dem Stadtgesetz in bestimmten Gebieten mit einer Veränderungssperre zu agieren und zu sagen, bestimmte Sanierung lassen wir nicht zu. Wir haben die eigene Wohnungsbaugesellschaft, mit der wir Einfluss nehmen können auf den Markt. Wir haben unsere Wohnungsbaugesellschaft mit 38.000 Wohnungen noch. Wir haben sie nicht verkauft wie Dresden. Ja, das heißt, also, wir haben immerhin ein 10-prozentiges Segment neben den Genossenschaften, in dem wir Einfluss nehmen können auf Entwicklungen. Wir haben das neue Baurecht, finde ich, zum ersten Mal jahrelang dafür gearbeitet, haben wir ein Vorkaufsrecht als Kommunen zum Verkehrswert. Also wenn da etwas gehandelt wird, müssen wir nicht den Preis zahlen, der da ausgehandelt wird, sondern wir können zum Verkehrswert einsteigen, wenn wir nachweisen können, den Bedarf. Und ich verkürze das mal. Ja, sehr gut. Baugebotssituation. Also es gibt mittlerweile einen ganzen Instrumentenkasten, der schon sehr wohl wirkt. Aber hätte ich die Lösung für das entfesselte Prinzip, was Sie in München beschreiben, hätte ich wahrscheinlich Immobilien-Nobelpreis oder sowas. Trotzdem muss ich Ihnen an einer Stelle widersprechen. Sie werden das Thema nicht lösen mit dem Mietpreisdeckel. Mietpreisbremse, um das dann abzuschließen, da bin ich für. In der Tat, abzubremsen an Entwicklung, was da geht, indem wir über den qualifizierten Mietpreisspiegel versuchen, Entwicklungen auf 10-15% kann man diskutieren, zu begrenzen. Aber sie brauchen dieses Element, weil natürlich nur über das Angebot letztlich unser Markt, den wir haben, da bin ich wiederum ein Bekennender der freien Marktwirtschaft, insgesamt funktioniert. Sonst hast du den Sozialismus und das Verkommen der Wohnungen. Ich glaube, das wollen wir auch nicht. Das haben wir erlebt. Also da den richtigen Weg zu finden, das ist die Kunst. Wir bleiben noch einen Moment bei den Wachstumsstädten, weil neuere Zahlen, unter anderem von GEWOS aus Hamburg, aber auch vom Bundesinstitut für Bau- und Raumforschung, die sagen, für die großen Städte, auch Ihre Stadt, glaube ich, Frankfurt am Main, plus 6,2 bis 2040, für Leipzig plus 12,7. Das heißt, vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade als Szenario, ein zweites in
unserer Diskussionsrunde, an die Wand gemalt haben, haben wir natürlich noch eine weitere Herausforderung, die auf die Mietensituation drückt, enorm, durch den Zuzug, der offenbar so noch einige Jahre so weitergeht. Ich denke auch. Ich meine, also ich sehe auch natürlich das Problem, also gerade in solchen Fällen wie München. Ich glaube jetzt, Leipzig ist da noch eine völlig andere Geschichte, weit davon entfernt. Auch weil es Flächen gibt übrigens, das ist einer der, worüber wir jetzt wenig gesprochen haben, das ist natürlich auch, dass es neben der Nachfrage auch noch eine Angebotsseite gibt, dieser Geschichte. Und wenn die Stadt Flächen ausweist zur Bebauung, wie das jetzt zum Beispiel bei diesem Bahngelände, ich weiß nicht, wie es heißt, aber Bahngelände der Fall ist, das sind riesig große Flächen für sehr viele Wohnungen. Da kann man dann drüber streiten, wie viel davon jetzt sozial sein soll und so weiter. Aber jedenfalls, wenn gebaut werden kann, dann ist das eine Antwort. Und in meinen Augen eine präferierte Antwort natürlich als Ökonom, weil ich natürlich von dieser Mietpreisdeckelbremse nicht viel halte. Ein großer Unterschied, ne? Deckel und Bremse. Ja, also sagen wir mal, diese Berlin-Geschichte war natürlich sehr interessant, auch jetzt zu beobachten, was da passiert ist. Und nun jetzt ist es wieder vorbei mit dem Spuk. Aber es hat eben tatsächlich auch, kann eben auch zu einem Einfrieren des Marktes führen. Dass am Ende wirklich überhaupt keine Wohnungen mehr angeboten werden, oder zumindest sehr viel weniger Wohnungen angeboten werden, dass der ganze Markt weniger aktiv wird. Das ist ja üblicherweise so, viele Leute, die ziehen erst in eine kleine, billige Wohnung, dann wollen sie eine etwas größere Wohnung, dann haben sie Kinder, dann wollen sie ein Kinderzimmer. Sie wollen ziehen um innerhalb der Stadt. Und ein Mietpreisdeckel, jedenfalls so wie er in Berlin jetzt war, hat das verhindert ein Stück weit. Also es war dann am Ende ein bisschen wie New York, wenn man da eine Wohnung hat, dann hat man die. Also dann bleibt man da ewig. Ne? Die bringt man nie mehr auf den Markt. Und wenn sie auf den Markt kommt, dann kommt sie unter der Hand auf den Markt und wird untervermietet und untervermietet. Ja, das geht ja auch und solche, nicht mehr. Das solche Geschichten, glaube ich, deswegen glaube ich nicht, dass solche staatlichen Preisregeln wirklich gut funktionieren und das Problem lösen. Also ich glaube, dass wir da andere Mittel finden müssen. Und jetzt noch ein kleiner Punkt dazu. Diese Augsburger Geschichte, die würde ich nicht so negativ sehen. Also ich glaube eben, dass das auch eine Chance ist für die Mittelstädte. Das ist genau die Chance. Im Moment ist es so, dass die Kombination aus relativ gut bezahltem Job, das gilt nicht für die Krankenschwester, aber es gilt für viele natürlich, warum steigen denn die Preise so sehr in München? Weil es auch sehr viele gut bezahlte Jobs gibt in München und deswegen wollen die Leute da hinziehen. Die Kombination von diesem gut bezahlten Job, den relativ hohen Mieten, den vielen Staus und was sie alles haben, ist immer noch attraktiver, als irgendwo zu wohnen, wo das kulturelle Angebot nicht so toll ist, wo aber die Mieten auch niedriger sind und so weiter. Aber diese Balance verändert sich natürlich dann auch ein Stück weit. Irgendwann ist es dann so, dass eben Augsburg attraktiv ist, statt München oder möglicherweise Nürnberg oder sogar Halle, sagen wir mal, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen. Und das ist auch eine Chance für die Mittelstädte. Sie sehen es negativ und ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist natürlich auch dann so, dass irgendwann das Paket in München so unattraktiv ist, dass ich dann lieber nach Leipzig ziehe. Und das ist ja auch gut. Haben wir schon gute Beispiele. Ich sehe das immer noch als so eine Art Markt. Die Leute ziehen immer noch sehr stark vom Land nach Leipzig. Ganz kurz zur Zwischenruf. Mercateo, sagt Ihnen vielleicht was, hat ganz bewusst seine Konzernzentrale von München nach Leipzig verlegt. Mitten in der Stadt gebaut, bauen gerade mitten in der Stadt. Wunderbares Beispiel. Das ist genau das, was ich meine. Und das ist eine Chance. Ja, also ich wollte noch eine Sache. Und eine große Niederlassung in Köthen. Und das. Ach so, also ich wollte noch mal eine Sache zum Wohngeld sagen und dann würde ich gerne noch Szenario 3 bringen, wenn das unbedingt in Ordnung ist. Ja, also ich bin ja hier die Frau für diese Szenarien. Ja, Sie müssen hier provozieren. Nee, aber ich meine, das Wohngeld ist natürlich in der Absicht gut, ne? Aber ich glaube, dass das Problem ist, dass es dann die Mieten weiter treibt. Also es sieht aus, als würde man den Mieter unterstützen, aber in Wahrheit unterstützt man den Vermieter. Weil es ja so ist, wenn ich eine Wohnung habe oder eine Suche und dann weiß ich kriege Wohngeld, dann kann ich eine höhere Miete akzeptieren. Nicht? Also letztlich ist Wohngeld aus meiner Sicht immer im Nachteil im Vergleich zu den anderen Sachen, die Sie genannt haben, also Genossenschaftswohnungen, die städtisch sind oder Sozialwohnungsbau, weil man dann ja die Mieten selber festlegen kann als Stadt oder steuern kann, während Wohngeld eben dazu führt, dass letztlich der Vermieter subventioniert wird, indirekt, obwohl es nicht so aussieht. Haben Sie bei Sozialwohnungsbau auch? Ja. Durch die Ausgleichskompensationsmöglichkeiten,
über 6,50 wird die Sozialwohnung festgeschrieben, versuchen Sie Ausgleiche im höheren Segment hinzukriegen, damit die Gesamtrendite wieder stimmt. Mhm. Und dadurch zieht der Gesamtmarkt auch nach oben. Das Problem haben Sie immer. Ja, genau. Und damit, da zeigt sich eben, dass, das war ja vorhin meine These, dass der Wohnungsmarkt nicht wirklich ein Markt ist, weil die Mieter erpressbar sind. Ja, doch. Wenn viel Angebot da ist, und das kann ich Ihnen hier aus Leipzig erzählen, in den 90ern, das war ein Traum. Da haben Sie 3 Monate kostenfrei irgendwo leben können, wenn Sie überhaupt umgezogen sind. Also mit anderen Worten, okay. Das Angebot ist schon entscheidend. Und das ist das Problem damit von Wiesbaden, von Frankfurt, von München. Damit komme ich jetzt zu Szenario 3. Ich hätte noch ein Thema für Ihr Szenario, aber bitte. Nee, und zwar das Problem ist ja, ich würde jetzt gerne mal auf das Thema Klimaschutz noch mal kommen. Das hat der Herr Jung ja schon angesprochen. Und das ist auch aus meiner Sicht zentral, diese Frage, wie soll man diese Erderwärmung beschränken. Auf der einen Seite ist das natürlich eine Frage für die Städte, nicht? Wie wird man zur Schwammstadt, und lässt Wasser durch und so weiter. Aber ein anderer Teil ist ja, eine der wesentlichen CO2-Quellen ist ausgerechnet Zement. Ja. So, das heißt, wenn man das ganz im Ernst, also das ist für uns unvorstellbar, aber wenn man den Klimawandel bremsen will, dann muss man eigentlich mit dem Bauen aufhören, in aller Härte. Weil Bauen ohne Beton, ohne Zement ist praktisch nicht möglich, denn dieses Holz, von dem da immer alle reden, das gibt es in diesen Mengen gar nicht. Das ist ja jetzt schon knapp. So, und das muss man sich eigentlich klar machen, dass man jetzt, dass die Aufgabe der Zukunft ist, nicht immer zu neu bauen, weil zufällig irgendjemand eine Wohnung sucht, sondern Gebäude umnutzen, die schon da sind. Und wahrscheinlich, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was Sie dazu sagen, Wohnraum rationieren. Weil im Augenblick ist es ja so, kann man ja in jeder Statistik sehen, der Wohnraum pro Person steigt ständig. Größer, ja. Also ich habe mal mit Herrn Ude geredet, Ex-Bürgermeister von München, und da kam raus, fand ich ja völlig irre, dass wenn die Leute genauso viel Wohnraum benutzen würden pro Kopf wie in den 70ern, dann gäbe es in München kein Problem. Ja, dann hätte man, könnte man, also es gibt ja Neubau in München, so ist es ja gar nicht, dann hätte man mühelos alle Zuzügler untergebracht. Es wäre alles wunderbar, sondern das eigentliche Problem ist nicht der Zuzug, obwohl es immer so diskutiert wird. Das eigentliche Problem ist, dass die Flächen pro Person ständig steigen. Und man muss einfach in aller Härte sagen, so funktioniert Klimaschutz garantiert nicht. Und wie wollen Sie das jetzt, fragen Sie? Und wie wollen Sie das regulieren? Ja. Sie wollen vorschreiben, in wie viel Quadratmetern die Menschen leben? Ich glaube, wollen Sie nicht wirklich. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt als Politiker, und das meine ich ganz ernst, nicht? Das verstehe ich, dass Sie das jetzt nicht ins SPD-Parteiprogramm schreiben. Aber ich meine, ich bin ja hier sozusagen als die Frau fürs Szenario, nicht? Und wir müssen bis 2045 klimaneutral sein. Das sind noch 24 Jahre. So, und das Klimaneutralität heißt aufhören bauen. Das ist kann Ihnen jeder Wissenschaftler durchrechnen, dass das so ist. Neue Methoden finden, welche wie man Methoden? Klimaneutral bauen kann. Bauexperte, aber glaube nicht, dass es jetzt die Antwort ist, doch, zu sagen, jeder hat nur noch 20 Quadratmeter. Sagen wir mal 40. Wir sind zurzeit bei 56. Ja, genau. Eben, gucken Sie mal. Ja, ich meine das total ernst. Herr Grob, ich glaube, der Unterschied ist, ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber wie stark man sich schon mit dem Klimawandel beschäftigt hat als Problem. So, und der Punkt ist, also lange haben die Leute immer gedacht, ja, und irgendwann kommt die Wundertechnik, nicht? Also man hat dann irgendwelche Möglichkeiten, völlig anders zu bauen oder so. Aber ob das jemals realistisch war, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir nur noch 24 Jahre. Technikzyklen, dass man länger. Ich muss Sie nochmal unterbrechen. Wir haben diese wunderschöne Stadt an. Schauen Sie sich mal diese wunderschöne Stadt mit 15.000 Baudenkmälern. Ja. Gründerzeit. Ja. Herrschaftliche Räume. Ja. 4 Meter, 5 Meter hohe Stuck. Ja? So, die wollen wir doch erhalten. Die wollen wir doch sehen. So, in dem Moment, wo wir eine energetische Stadt. Da müssen wir jetzt so Pappwände überall einziehen, weil die Leute ja nur noch. DDR gemacht. DDR hat aus einer wunderschönen Gründerzeit Wohnungen gemacht. Aber das war schon sehr DDR, ne, was Sie da gerade gesagt haben. Und deshalb mit allem Respekt, das ist eine sozialistische Vorstellung von Reglementierung, die muss schiefgehen. Unsere Kunst muss darin bestehen, wie organisieren wir eine energetische Sanierung, ohne dass die Wohnungen nicht mehr bezahlbar werden. Also wie organisiere ich bezahlbares Wohnungen trotz energetischen Standards? Wie kann ich sozusagen CO2-neutral in Zukunft bauen? Ich bin völlig bei Ihnen, das Holz wird die Thematik nicht lösen. So viel Holz gibt es gar nicht. Wir haben jetzt schon die Baupreise, die gehen komplett durch die Decke mit Holz. Ja. Aber die Frage kann nicht sein,
wie wir das reglementieren. Ich glaube, dass mehr Staat an der Stelle viel, viel Unheil anrichtet. Aber Sie merken, Herr Jung hat das eben auch schon mal gesagt, Sie haben den Finger in die Wunde gelegt und für unsere Diskussion sicherlich auch in die richtige Wunde, weil auch Leipzig, wir wollen eigentlich heute Abend ja nicht nur über Leipzig diskutieren, machen wir auch nicht nur, 2019 schon den Klimanotstand ausgerufen hat. Absolut, ja. Mit der Folge, dass die Stadt jetzt sozusagen sich selbst auch verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die in ihre Richtung gehen. Ich vermute auch, dass das nicht schnell genug geht, auch nach allem, was wir sozusagen jetzt an bürokratischen Erlebnissen innerhalb der Pandemie hatten. Schnelligkeit, wir hätten in vielem schneller sein können, ob wir im Bereich Klimawandel, Klimaschutz schnell genug sind, wäre auch eine zentrale Frage von mir. Was tun da die Städte? Und jetzt wollen wir nicht nur über Leipzig, sondern Sie als Präsident des Städtetages auch. Was tun die deutschen Städte, um dem Klimawandel gerecht und den Klimaschutz möglich zu machen? Also sehr, sehr viele Städte nehmen das sehr, sehr ernst. Ich behaupte, und tun mehr, als die heutige Bundesregierung sich vorstellen kann. Viele haben ganz andere Terminleisten sich vorgegeben. 2035, 2030, 2038 sind so Zahlen, die eine Rolle spielen. Wir haben uns parteiübergreifend im Deutschen Städtetag verständigt, die CO2-Bepreisung, die CO2-Steuer ganz anders und ganz auch höher anzusetzen. Also die Umsteuerung des deutschen Wirtschaftssystems auf CO2-Bepreisung anders zu verstehen. Wir experimentieren fast alle mit autarker Energieversorgung, also mit dem Ziel, wirklich auf fossile Brennstoffe zu verzichten und in eine biologische oder in eine anders organisierte, autarke Flächenenergieversorgung in einer Stadt zu kommen. Das Thema Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle, auf das ich persönlich sehr, sehr stark baue. Wir sind auserwählt worden als ein Wasserstoffcluster, was in der Zukunft sozusagen dieses bespielen kann, mit einer Pipeline von der Ostsee windgetriebener Wasserstoffgewinnung, grünen Wasserstoffs, der bis in die Wirtschaftsregion zu BMW und Porsche und Flughafen geht. Also das sind die Themen, die wir gerade spielen. Und das hat übrigens nichts mit Partei zu tun. Da gibt es ein großes Bündnis an den Oberbürgermeistern im Städtetag, weil uns das nämlich vor Ort natürlich bedrängt. Und natürlich ist die junge Generation, die steht uns auf den Füßen und wir müssen Antworten geben. Es wird nicht so schnell gehen, wie die Fridays for Future das sich wünschen. Das glaube ich nicht, so fair muss man sein. Aber wir tun mehr, als man sich zurzeit auf der Bundesebene vorstellen kann. Herr Professor, am Ende funktioniert Klimaschutz nur über den Preis. Ich glaube nicht, dass ohne einen signifikant viel höheren CO2-Preis, der eben aber auch nicht nur bestimmte Segmente der Wirtschaft betrifft, sondern alle Segmente der Wirtschaft, also jetzt von Automobil bis hin zur Heizung, wenn wir da, das ist der einzige Weg. Und dann, und in meinen Augen funktioniert der immer besser, als zu sagen, wir sagen jetzt, du kriegst nur noch 40 Quadratmeter zu wohnen, oder wir sagen, du darfst das nicht mehr oder das nicht mehr, sondern über den Preis die Wirtschaft tatsächlich diese Anpassungsprozesse optimal selber durchführen zu können. Ja, aber dann haben Sie ja das. Das funktioniert eigentlich immer besser. Und insofern begrüße ich das, wenn Sie sagen, dass Sie sehr viel über diesen höheren CO2-Preis diskutieren. Ja. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Ohne den wird es hier was nicht funktionieren. Und dann mag es noch begleitende andere Maßnahmen geben, aber ohne einen sehr hohen CO2-Preis, der dann natürlich aber auch wieder die Mieten erhöht und der dann auch wieder. Also dann kommen sie auch wieder und sitzen hier und sagen, na, jetzt sind ja die Mieten unbezahlbar geworden wegen dem CO2-Preis. Nee, also ich meine, das ist ja aber anders ist es leider nicht machbar. Ich meine, das Ganze, der Klimawandel oder die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels kommt nicht umsonst. Dann haben wir den CO2-Preis ja schon seit vielen Jahren im Bereich der Energiewirtschaft. Wie bitte? Viel zu niedrig. Viel zu niedrig, der erhöht sich ja jetzt. Wenn man auf die Börse schaut, haben wir ja da auch eine Entwicklung, die wir beobachten können. Genau. Denken Sie, dass der CO2-Preis dann am Ende auch schnell genug ist, um eine Entwicklung in die, ich sag mal, provokante Richtung, die Frau Herrmann andeutet, denn zu bringen? Ich sehe jedenfalls keine Alternative. Er muss schnell genug sein. Ja. Ich glaube nicht, dass wir es anders machen können. Ja, ich meine, was beide Herren schon gesagt haben und was aber zentral ist, vielleicht sollte man es nochmal erwähnen, ist, wenn man nur den CO2-Preis erhöht, wofür ich ja auch bin, dann ist natürlich die Folge, dass
die Preise von allem steigen und dann vor allen Dingen die unteren Schichten ja betroffen sind. Das heißt, man muss das halt kombinieren mit so einer Art Energiegeld, wie immer man das nennt. Das heißt, dass zumindest die unteren Schichten Geld zurückbekommen. Also dass die Steuer. Ich bin der Meinung tatsächlich, dass wir zwei Sachen trennen müssen. Wir müssen trennen die Kosten, die aus dem Energiewandel entstehen und die tatsächlich nicht gleich verteilt sind. Da haben Sie vollkommen recht. Und das muss man ausgleichen über entsprechende staatliche Hilfen. Aber man sollte jetzt nicht versuchen, die Maßnahmen des Energiewandels anzupassen, damit sie die richtigen Leute betreffen oder sowas in der Art. Sondern man sollte das eine Problem mit einer Maßnahme nutzen und das andere Problem, nämlich die Tatsache, dass bestimmte Leute besonders belastet werden, mit einem anderen Programm. Ja. Also mit Umverteilungsmaßnahmen, die wir auch haben. Also das ist jetzt nicht, muss man das Rad ja nicht neu erfinden. Aber das Problem entsteht eigentlich immer daraus, wenn man das dann sehr kompliziert macht, Das stimmt. Die beiden Sachen gleichzeitig mit den gleichen Mitteln zu lösen. Ich glaube, das funktioniert. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, aber es muss ganz klar sein, dass man sozusagen die unteren Schichten da nicht zusätzlich belasten darf. Ich will gerne in der Schlussrunde noch auf ein Thema zurückkommen, das Frau Herrmann eben schmerzlich zu Beginn vermisst hat, nämlich das Thema der Finanzen. Das liegt auf der Hand. Herr Oberbürgermeister, Sie haben vor ein paar Tagen, ich glaube letzte Woche, auch gesagt, der Bund müsse auch im öffentlichen Personennahverkehr helfen mit Geld, mit Unterstützung. Nun haben wir die Hilfszahlung im letzten Jahr erlebt, während der Pandemie. Es gibt eine Finanzierungslücke der Kommunen in Deutschland. Sehen Sie da eine Entwicklung? Sehen Sie da Maßnahmen, Entscheidungen auch der Bundesregierung, die den Städten hilft? Und was ist da im Moment nötig? Die Zahl, die zuletzt in der Diskussion war, 10 Milliarden mindestens, wo geht das hin? Also wenn ich mir angucke, wie geholfen wurde, dann ist das gar nicht so viel. Ne? Das stimmt. Also ich bin erstmal sehr dankbar, dass 2020 uns geholfen wurde. Um mal wirklich positiv anzufangen. Es war ein langer Weg, aber die Bundesregierung hat, wie ich finde, großartig reagiert. Man hat uns Gewerbesteuer 50% Unterstützung gegeben. Dasselbe ist von den Ländern passiert, dass im Prinzip ein Ausgleich geschehen ist beim Thema Gewerbesteuer. ÖPNV-Hilfspakete haben funktioniert, sodass das Jahr 2020 für deutsche Kommunen sehr gut zu Ende gegangen ist. Muss man einfach mal so konstatieren. Nee, finde ich auch richtig, das zu sagen. In 2021 ist das nicht der Fall. Zurzeit ist das alles noch sehr, sehr labil, sehr unterschiedlich in den Ländern wird agiert. Es ist ein ÖPNV-Rettungsschirm gespannt, der aber noch nicht von den Ländern gelebt wird. Sachsen geht da mit großem Beispiel voran. Es ist überhaupt nicht abgesichert, wie das sozusagen mit 50% noch kofinanziert werden kann. Und tatsächlich, um jetzt mal den Klimawandel wieder ins Sport zu heben, wir werden mit Sicherheit die Pariser Klimaziele nicht erreichen, wenn wir nicht massiv und offensiv die Verkehrswende einleiten. Und das heißt ÖPNV. Ja, was denn sonst? Wie soll ich das denn sonst gestalten in einer Stadt? Die Emissionsfrage, die Mobilitätsfrage, die Stadt-Land-Beziehung, die 80.000 Pendler, die jeden Tag mehr reinkommen als rausfahren und. Also kurzum, das ist ein Thema. Da brauchen wir die Hilfe. Da sehe ich die Hilfe des Bundes momentan, aber noch nicht für den laufenden Betrieb. Und das ist meine Forderung gewesen. Wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr ernst meint Klimawandel, dann müsst ihr den Betrieb des ÖPNV-Netzes massiv unterstützen. Das werden wir nicht alleine stemmen und alleine schaffen. Leipzig gibt jedes Jahr 56 Millionen Zuschuss, damit hier Straßenbahnen fahren. Das geht von Jahr zu Jahr nach oben. Das werden wir nicht alleine stemmen können. Und wenn die Preise so bleiben und so. Zweites Thema. Wir brauchen die Sicherheit, dass gewerbliche Steuern bei uns ein Stück ausgeglichen werden. Denn wir sind die investieren. 60% der staatlichen Wirtschaft hängt an der Investitionsfähigkeit der Kommunen. Ja, genau. Weiß offensichtlich keiner in diesem Land. Also wenn wir nicht investieren, Straßen, Brücken, Kita, Schule, Vereine, Verbände, Vergabeverfahren eröffnen, dann stottert nicht die Wirtschaft. Nein, dann geht sie wirklich massiv nach unten. So, und dann bin ich beim dritten Thema. Wir haben leider in Deutschland sehr, sehr viele Städte, insbesondere in Westdeutschland, die komplett überschuldet nicht mehr atmen können. Die brauchen eine Entlastung und einen Altschuldenschnitt. Den haben wir immer noch nicht geschafft. Olaf Scholz hat, wie ich fand, 2020 einen großartigen Vorschlag gemacht, aber die Neiddebatte hält das ja nicht aus. Der Vorschlag war sehr gut. Der Vorschlag war sehr, sehr gut, also wirklich die Altschulden zu übernehmen, einen Cut zu machen, sie übernehmen in den Haushalt des Bundes. Gerade auch in Zeiten der Pandemie hätte man das gut erklären können. Wunderbar, wunderbar. Aber nein, der Neid lässt es nicht zu, weil dann sagt man, was habe ich denn davon? Ich will doch auch was haben. Und also kurzum, das sind so die drei Themen, die ich mal kurz antippen will. Wir brauchen in der Tat
gewerbliche Steuerunterstützung. Wir brauchen für die Klimawende den ÖPNV-Unterstützung insbesondere. Wir brauchen den Innenstadtfonds. Das ist meine Rede, damit wir auch in der Innenstadt Nutzungsänderungen, andere Nutzungsmöglichkeiten einleiten können. Ja, und wir brauchen viertens den Altschuldenschnitt für viele, viele, viele Städte, insbesondere in Westdeutschland. Sage ich als Ostdeutscher. Ja, nee, und das ist auch so. Und ich meine, das verstehe ich auch überhaupt nicht, dass das nicht klar, nicht verstanden wird, dass man die Gewerbesteuer nur bekommt, wenn man zufällig eine Firma hat vor Ort. Und das ist eben extrem ungleich verteilt. Also es gibt Ingolstadt, die haben Audi, nicht? Die schwimmen im Geld. Und andere Städte, also gerade im Ruhrgebiet, aber auch meinetwegen in Nordhessen oder so, die haben praktisch kein Gewerbe, keine Einnahmen, also sind die chronisch überschuldet. Weil von oben, vom Bund kommen ja ständig Ansagen, was man unten finanzieren soll, und zwar unabhängig davon, ob überhaupt Geld da ist. So nach dem Motto, ja, jetzt haben wir hier nur ein Beispiel, jeder hat einen Anspruch auf einen Kita-Platz, was ja eigentlich gut ist, aber wie sollen denn das Kommunen finanzieren, die gar keine Gewerbesteuer einnehmen, weil sie keine Fabriken vor Ort haben? Also das ist derartig absurd. Sie liefern mir die Vorlage für Herrn Professor Grob, brauchen wir eine andere Steuerverteilung für die deutschen Städte in Deutschland? Kann ich nicht sagen, vielleicht. Weiß ich nicht. Also eine andere Finanzausstattung. Also jenseits der Altschulden. Ich denke, ich bin immer vorsichtig mit Fundamentalreformen, aber das ist, deswegen arbeiten Sie nicht bei der Taz. Da macht man mehr kaputt, als man eigentlich repariert. Nehmt das aber richtige Werbesteuer weg. Tatsächlich, der Schuldenschnitt für die überschuldeten Kommunen wäre tatsächlich irgendwo ein Stück weit eine sinnvolle Sache gewesen. Da gibt es moralische Risiken, wie wir das nennen. Dann machen die noch mehr Schulden, aber ich glaube, das hätte man so machen können, und es war auch der Vorschlag so, dass gut funktioniert hätte. Das ist enttäuschend. Das hätte einiges bewirkt. Ich möchte mal noch mal einen anderen Punkt, über den wir noch nicht so richtig diskutiert haben, und das ist Demografie, in die Diskussion bringen, weil der hier ganz gut dazu passt. Wir haben natürlich sehr unterschiedliche Bevölkerungsentwicklungen, nicht nur Stadt-Land, sondern auch zwischen den Städten. Also gucken sich Ruhrgebiet an oder eine kleinere Mittelstädte oder dann eben auch München, Leipzig oder Hamburg. Das ist völlig unterschiedlich. Und diese demografischen Entwicklungen müssen wir eben auch in Betracht ziehen. Kann tatsächlich so sein, dass in bestimmten Gegenden eben die kommunalen Investitionen sich irgendwo nicht mehr lohnen. Also das ist so. Und da muss man dann eben Prioritäten setzen. Und ich wünsche mir allgemein, dass wir da ein bisschen, vielleicht nüchterner an die Sache herangehen und nicht so. Es ist eine sehr emotional geführte Debatte, dass überall muss eigentlich ein Schwimmbad sein, ne? Und so. Also das ist so in Deutschland, aber ich glaube, dass das sehr in die Irre führt, gerade vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft disproportional altern wird in ganz bestimmten Gegenden und in anderen Gegenden eben nicht. Und Ich muss Ihnen natürlich widersprechen. Ein wirklich großartiger Grundsatz in unserem Grundgesetz ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das heißt nicht Gleichheit, Gleichwertigkeit. Und das gehört schon dazu, das auszusteuern. Natürlich muss nicht jeder Bauernhof 5G haben. Natürlich nicht. Und wir brauchen eigentlich überall das Spitzenschwimmbad aber ich muss überall Kindern, die zur Schule gehen, ermöglichen, dass sie schwimmen lernen. Und diese Standards zu formulieren, das sollten wir schon tun. Vor allen Dingen, weil man da braucht es Ausgleichssysteme, die momentan, Sie haben sich wahrscheinlich mit Finanzausgleichsgesetzen nicht beschäftigt, zwischen Bund und Ländern und Ländern und Kommunen. Da gibt es in der Tat Unwuchten und da muss neu justiert werden. Und anstatt, dass wir das System vereinfachen, haben wir es immer spezifizierter und immer, wie die Steuergesetzgebung, immer mehr Schlupflöcher, Ausnahmen formuliert. Und das macht es noch schlimmer am Ende des Tages. Ne? Vielleicht als Schlussrunde. Wir können nicht alle Themen diskutieren. Wir haben auch kein viertes Szenario für Frau Herrmann. Aber als Schlussrunde, vielleicht passt das aber auch zur Schlussrunde, Frau Herrmann. Was wünschen Sie sich für die deutschen Städte? Ich wünsche mir, dass unsere Landtage nicht über nur das Ländliche reden, sondern auch über Städte reden. Also ich finde das, ich würde mir wünschen, dass dieses Szenario, das nicht von mir kommt, sondern von Herrn Jung, nicht, dass man praktisch die Autos aus der Stadt rausdrängt, dass man auf den ÖPNV umstellt, dass das bald Realität wird. Ich wünsche mir noch mehr Konzentration auf die Idee der Wissensgesellschaft in den Städten. Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Nur da entstehen Arbeitsplätze und da entsteht Neues, und wir brauchen Neues. Die Wirtschaft oder die Welt bleibt nicht stehen und entwickelt sich weiter. Und wir haben keine andere Ressource als die Intelligenz unserer Menschen. Und da zu investieren, und das ist eine primäre Aufgabe in meinen Augen der Städte und Ballungsräume. Herzlichen Dank, Herr Professor Grob. Vielen Dank, Frau Herrmann.
Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, dass Sie dabei waren heute Abend beim 9. Mitteldeutschen Wirtschaftsdialog. Wir sagen Dank an den Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir sagen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Sachsen, an Herrn Eisel. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und guten Tag.